Willkommen zurück zu RimWorld. Wir haben beim letzten Mal unseren Choke Point nochmal etwas verbessert. Wir sehen, wir haben die Verteidigung jetzt noch einiges nach hinten verschoben gehabt und bei dem letzten Raid haben wir auch gesehen, dass es soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Die Leute haben die Probleme, hier reinzukommen, haben Probleme, dass sie sich nirgendwo mehr verstecken können und unsere Leute sind da auch jetzt sicher. Problem ist logischerweise, die laufen jetzt hier nach unten, versuchen die Turrets anzugreifen und wir sehen anhand des Schmutzes und des Blutes, dass sie es auch bis dahin schaffen. Das ist nicht ideal, aber ich denke, es ist besser als mit jedem Angriff eine Person oder einen Kolonisten zu verlieren. Und wenn wir dann in der Zukunft hoffentlich noch ein paar mehr Komponenten finden, um weitere Turrets bauen zu können, dann wird das hier auch nochmal besser. Ebenfalls hatten wir hier unten beim Ausbauen, hier speziell, um so einen Lüftungsschacht zu erzeugen, einen Ancient Room oder beziehungsweise Ancient Danger Event ausgelöst gehabt. Bedeutet, hier waren Cryosleep Capsule und das Gute war, das waren nur zwei Stück für uns, es kann bei weitem mehr sein. Und auch was da drin war, war bei weitem nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Und dementsprechend haben wir das da ausgeleert, hatten zwar so ein bisschen Probleme mit den Mega-Scarabs, was zugegeben nicht unbedingt hundertprozentig clever gelöst worden ist, aber im Endeffekt ist nichts passiert, also geht das in Ordnung. Wir haben aber trotzdem eine Person verloren gehabt, da wurde sich hier wieder geprügelt und dabei ist auch jemand draufgegangen. Aber gut, das ist jetzt nun mal so. So, wir haben 3, 6, 7 Leute. Schon eine längere Zeit her, dass wir unter 8 waren. Aber ich mache mir da erstmal wenig Sorgen. Das hier, muss ich ganz ehrlich zugeben, missfällt mir so ein kleines bisschen. Denn wir haben definitiv zu viel Korn. Das geht. Ich meine, wir können hier oben gucken. Wir haben 7000. 7000 Korn herumliegen. Was sogar eigentlich bedeutet, dass wir überlegen müssen, das Ding einfach mal so zu... Ach ja, wir haben ja jetzt einen Elefant. Wir haben ja jetzt einen Elefant, stimmt, der wurde ja am Ende, hat er sich entschieden, sich uns anzuschließen. Und da ist ein bisschen die Frage, was wir mit dem machen. Das ist der falsche Knopf, aber es geht in Ordnung. Und zwar, ich denke, wir sollten den trainieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den da in die Rooster-Zone reindrücken sollten. Ich weiß, dass es gewisse Tiere gibt, die ganz gerne andere Tiere wegschnabulieren. Aber ich glaube, dass das hier nicht der Fall ist. Ich würde fast sagen, dass wir das einfach frei herumlaufen lassen. Einfach weil durch das Training uns das doch durchaus helfen könnte. Wo läufst du hin? Oh, jetzt schläft er. Ansonsten, was wir auch mal machen könnten, wenn ich jetzt hier eh schon bin, dass ich so sehe, dann könnten wir das mal hier ganz kurz entfernen. Vielleicht können wir das anders werde ich nutzen. Wir sollten hier auch irgendwann hingehen, Compacted Steel entfernen, da eine andere Wand hinsetzen. Ja, das denke ich sollten wir machen. Oh, Rare Samples, yay, sehr schön, da kommen wir auch gleich hier wieder. 139, die Dinger können bei weitem älter sein. Wir haben hier, ich könnte die theoretisch machen, jedoch muss ich ganz ehrlich zugeben, dass mir die Ecke hier unten immer noch nicht gefällt, weil einfach zu häufig, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass da Wölfe und ähnliches spawnen. Und da passiert es mir leider zu häufig, dass ich die nicht realisiere, dass sie da sind, beziehungsweise macht das Ganze im Vornherein, die spawnen irgendwann und greifen dann unsere Leute an, genau, wenn ich nicht damit rechne, und das will ich eigentlich vermeiden. Also dementsprechend versuche ich immer, die hier zu jagen oder ähnliches, aber nicht da ganz, ganz hinten. Ansonsten, ich habe, ich denke, 2 neue Mods installiert, die nutze ich bisher in dem anderen Spielstand und die funktionieren auch sehr gut, trotz Alpha 15, wir sind immer noch bei Alpha 14. Und zwar, ich hatte heruntergeladen, dass man jetzt Gefangene ohne Probleme auseinandernehmen kann, also deren Organe rausnehmen kann, ohne dass die Bewohner darunter leiden. Da gibt es nämlich ein Minus und ich kann einerseits verstehen, warum. Einfach weil diese Organe man logischerweise teuer verkaufen kann oder gegen Geld allgemein verkaufen kann. Und dadurch, dass man doch relativ schnell relativ viele Leute bekommen kann, ist das eine sehr simple Goldmine. Aber gleichzeitig muss man auch wieder sagen, ist es doch leicht unrealistisch, wenn hier 50 Leute geführt reinlaufen, die einen umbringen möchten, weil du lebst und wir die dann halt auseinandernehmen, dann finde ich es vielleicht lächerlich, dass es da halt Minus gibt. Und der zweite Punkt, der uns so überhaupt nicht interessiert, ist, dass es mehr Trade-Ships geben kann. Und dadurch, dass wir aktuell noch keine Trade-Ships bekommen können, ist es vollkommen uninteressant. Was ich aber anmerken möchte, die Organsache werden wir in diesem Spielstand nicht ausnutzen. Wir werden es wirklich nur machen, hey, ich brauche
eine Niere für jemanden anders, der gerade darunter leidet, dann nehme ich die raus. Ich werde nicht hingehen und sagen, oh, ich nehme das Herz, ich nehme die Niere, ich nehme das und jenes, einfach weil ich es kann. Also so möchte ich ganz bewusst nicht spielen. Also da schon mal als Sicherheit. A local alpaca has gone mad. Local alpaca ist am Schlafen. Ist immer lustig. Immer lustig, wenn die da so überhaupt nicht dafür bereit sind. Aber das zeigt einfach so, okay, ich roll jetzt ein Event, okay, Alpaca ist es, let's go. Alpaca schläft, passiert einfach nichts. Also da ist auch, ich würde ja doch es besser finden, wenn da so ein bisschen mehr Logik dahinter ist. Dass man wirklich vielleicht vorher noch checkt, ist es wie am Schlafen, ja oder nein. Wenn es am Schlafen ist, dann kann es einfach nicht von diesem Event getroffen werden. Denn wir hatten jetzt 4, 5, 6 davon, dieser Events, die so überhaupt nichts gemacht haben, einfach weil die immer am Schlafen waren. Ja, ich denke, das können wir jetzt langsam mal abbauen. Und ich überlege, ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist eine Sache, die ich nicht weiß, wie clever es ernsthaft ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt so falsch ist. Und zwar, man guckt sich immer seine Basis an und überlegt, wo sind die Schwachstellen. Und die größten Schwachstellen sind meines Erachtens hier aktuell und hier. Ich würde wirklich sagen, dass hier der große Problem ist, wenn die wirklich Leute haben, die sich irgendwo durcharbeiten können und diese Taktik gibt es tatsächlich, dass ich da durchsprenge, um an ihr Ziel zu kommen, dann ist hier die einfachste Stelle, wie man sieht. Die gehen hier 1, 2, 3, 4 vielleicht und dann sind die in unserer Basis und sind an einer sehr unangenehmen Stelle. Und dementsprechend, was ich in einem anderen Spielstand angefangen habe, ist einfach hier Wände zu bauen, um das Ganze bei Weitem dicker zu machen, um einen Vorbereitungen zu geben oder halt das anderswertig zu lösen, dass die gar nicht erst das da versuchen. Ja, ich weiß nicht, ob das so clever ist, ansonsten ich realisiere auch, das hier ist nicht clever gewesen. Aber nicht so tragisch. So, ich würde ganz gerne, dass ihr Granit benutzt. Dann macht mal. Ja, schön, das bringt ihr auch gleich weg. Aber ich setze das dann einfach wieder dorthin. Wir sind immer noch im Sommer. Und wir haben extremst hohe Temperaturen. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Ja, wir haben auf Sommer gestellt. Und Jackets sind aus. Duster sind eigentlich an. Parker sind aus. Da ist natürlich so die interessante Frage. Oh Gott, das Lager ist voll. Das Ding ist so ein Grauen für mich. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß noch nicht, wie ich es besser machen soll. Da bin ich mir noch nicht so. Ich meine, man könnte jetzt dieses Lager, was hier schon aus. Weißt du was? Das machen wir auch. Ich denke, das machen wir. Wir nutzen einfach diesen Bereich hier aus für das nächste Lager, dass wir da sagen. Dass wir da, denke ich, sagen, dass wir. Das ist aber auch doof, oder? Ich denke, ich weiß, was wir machen. Und zwar, wir gehen hin und machen das nochmal ein bisschen anders. Und zwar bauen wir einfach von hier das Ganze nochmal hin. Machen hier einfach zu. Und können das dann so nutzen, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt, dass es zu warm oder zu kalt da drin sein könnte. Ich meine, zu warm in der Hinsicht eigentlich, weil das Zeug da ja rauskommt. Ist das clever? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Da drin hatten wir beim letzten Mal gesehen, als hier, glaube ich, noch zu war und die beiden schon an waren, dass es da 100 Grad drin warm wurde. Und ich denke, dementsprechend wäre es dann hier dumm, wenn wir dann hier zumachen, dass sich das da irgendwie austoben darf. Ich denke, das ist die falsche Idee. Dementsprechend gehen wir einfach hin, machen das dann zu, wenn das da aufgemacht worden ist. Und nutzen das dann einfach so. Das ist nicht ideal, definitiv nicht. Aber ich finde es cleverer, das jetzt so zu lösen, anstatt jetzt die Leute noch hinzugehen zu lassen, zu gucken, dass man hier das irgendwie noch ausbaut. Ich denke, es ist clever, dass wir einfach sagen, hey, wir lassen das Lager jetzt so, wir können eh nicht hier allzu mehr nach oben ernsthaft ausbauen. Und ja, das Doktorzimmer bauen wir dann hier unten hin, ganz simpel. Aber dass wir dann hier einfach sagen, hey, wir setzen da noch eine Tür hin, Tür, das war's, bleib auch bei Granit, warum nicht? Entwickelt ist es ja Wurst. Ich denke, das ist nicht falsch. Und dann können wir das so ein bisschen aufteilen. Dann können wir auch da weiter Sachen bauen. Wenn man zum Beispiel hier sieht, da guckt schon das Zeug raus. Die große Frage ist nur, was kommt dahin? Ich würde ganz gerne eher die Ausrüstungsgegenstände dahin legen, denke ich.
denke, das ist cleverer. Einfach weil alles andere wäre so schnell erreichen. Wenn wir sagen, hey, wir wollen hier was machen, dann muss man da hinlaufen, anstatt da raus, dahin, dahin, dahin. Ich denke, das ist zwar nicht so viel schlimmer, aber es ist ein längerer Weg. Auf jeden Fall, ich denke, ja, ich werde mal hingehen und das deaktivieren, dass wenn die die nächste Ladung haben. Oh boy. They are attacking immediately a group of Mechanoids. Oh boy. Gucken wir mal, was das ist, beziehungsweise wir gucken nicht, was es ist, sondern müssen eigentlich gleich übergehen in Kampfposition. Ja, beim letzten Mal Night Booster verloren, das ist nicht schick. Aber das Gute ist, dass wir wenigstens all die Leute noch haben, die auch die Waffen nutzen können. So, du geh mal hin, aktivier das. Und greif doch mal die Rare Sumpos an. Leider nicht. Ist das wirklich nur zwei mit Sniper-Rifeln? Weil dann sollten wir in einer guten Situation hoffentlich sein. Okay, gucken wir mal, was passiert. Hundis wären ganz schön, wenn die nicht dort wären, aber wie man sieht, die laufen da rein. Können jetzt zwar auf die Dinger schießen, was nicht ideal ist, aber es ist mir lieber, dass die auch darauf schießen. Ich meine, wenn die das ausschalten, ist Problematik angesagt. Aber wie man sieht, da läuft der nächste immerhin rein, der ist näher dran. Mit ein bisschen Glück. Could you stop that? Ja, ich weiß, man könnte das hier besser machen, dass man sagt, hey, Battlezone in Kämpfen, dass sie dann automatisch nicht dahin laufen. Aber mir ist es dann doch wiederum so lieber. Einfach sagt, okay, einfach jetzt mal ganz kurz nicht dahin laufen wie ein Blödmann. Auch du nicht, dankeschön. Kannst dich hier hinstellen, daneben stellen. Er hat ein bisschen Schaden genommen, aber noch nicht viel. Ja, aber das wird. Meine, klar, könnte man überlegen, dass man die nochmal repariert. Aber wie man sieht, die machen schön Schaden. Darf ich mir das erlauben? Die gute Frage ist, ob die clever genug sind, um dahin zu laufen. Also was, ich probiere es einfach mal. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das nehme ich jetzt einfach mal so als Test hin, wenn das doof war, okay? Okay, sehr schön. Ich denke, das ist die Idee, dass wir einfach immer wieder sagen, hey ho. Hehe. Nope. Bitte nicht dann vor die Turret laufen. Ja, man muss sich ab und zu einfach mal so ein bisschen clever anstellen. So ein bisschen ausnutzen, dass die ein bisschen brauchen, um zu zielen. Das sind ja mehr oder weniger Sniper-Rifles. Ne, du lebst immer noch. Kann ich euch dazu bringen, dass ihr an diesen Türen arbeitet? Weil dann seid ihr nämlich nicht mehr darauf aus, mir dazwischen zu funken. Sehr schön. So, es wäre ganz schön, wenn wir den noch umnieten könnten. Ich habe bisher wirklich noch nicht getroffen, ne? Sehr schön. Die Wand dahinter, wie sehen die aus? Sehr schön, wir haben es geschafft. Dann sagen wir so und gehen natürlich jetzt hin. Ah, der ist leider tot. Aber werden jetzt hier das richtig machen. Und zwar, wie gesagt, man kann den Sachen entfernen. Das machen wir natürlich und dann schalten wir die aus. Die gute Frage ist, lass mich mal was machen. Und zwar, ich hatte das in einem anderen Spielstand schon versucht gehabt. Und das lief nicht so unbedingt hundertprozentig wie geplant. Und dementsprechend, oh, da hat jemand Hunger. Oh ja, da hast du extrem Hunger. Wie gesagt, das Problem ist einfach, dass wenn die halt nichts zu tun haben, dann kann es passieren, wenn es auch noch länger dauert, dass es dann alles ein bisschen unangenehm werden kann. So, logischerweise, wir haben Sandstone Walls. Werden wir das natürlich auch gleich wieder anpassen, denn das könnte man theoretisch als Schutz nutzen. So, jetzt gucken wir mal. Der arbeitet an der Sache. Hat dem scheinbar das erste entfernen können. Sieht man auch jetzt hier, das liegt da schön rum. Wunderbar. Und jetzt machst du das aus. Gut, gut, gut. So, die Dinger werden da immer noch gelagert. Der eine ist tatsächlich geworden. Habe ich mich einfach nicht drum gekümmert. Gut, dann macht das mal an. Und kümmert euch bitte danach drum. Wo bringst du? Will ich mal ganz kurz auch hier schnell mal gucken. Ab und zu muss man einfach solche Sachen überprüfen. Das Korps ist ja gut, die werden da nicht hingebracht. Aber weil wir die aktuell nicht zerlegen können. Und dementsprechend ist es besser, die einfach irgendwo hinzulegen, wo sie erstmal so kein stören. Sehr schön, Bombe hat auch schon angefangen. Und mal ganz kurz wieder gucken. Packlag, ne? Ja, Packlag. Mal zu gucken, einfach weil es auch Trades gibt, die einen langsamer machen können.
Und... hat sich schon jemand anders aufgestürzt. Na gut, damit haben wir jetzt Sachen bekommen. Da weiß ich jetzt aber nicht, wo die hingebracht werden. Und das haben sie gemacht. Sehr schön. Das heißt, wir gehen hin, machen Stockpile, sagen alles weg. Und sagen, dass hier Waffen und Appeal hingehen. Und dann sagen wir natürlich hier oben, dass das da raus soll. Verklickt. Dann sind wir gut dabei und haben hoffentlich auch so ein bisschen wieder die Möglichkeit, da freizuräumen. Ja, sehr schön. Dann stürzen sich auch gleich drauf. Ich bin gespannt, wie der Elefant heißen wird. Leider kann man das nicht selbst bestimmen. Muss ich mal gucken, ob es eine Mod gibt, wo man das dann selber theoretisch machen könnte. Weil so schwer kann ich mir das nicht vorstellen. Das wäre zumindest auch ganz schick so. Okay, da wurde reingelegt. Da drin sind 28 Grad. Ist vielleicht ein bisschen warm, aber im Endeffekt ist das nicht das Problem, ne? Meiner Traders. Sehr schön. Traders können wir immer stets gebrauchen. Ich glaube wirklich, dass die Mod sich nicht... Ja. Uns ist wirklich lustig, dass dieser Soundgeräusch hat man wirklich, dass da mehrere Tiere überlagert worden sind. Eines ist definitiv eine Katze. Females werden davon betroffen. Also wir haben Pastora, wir haben Parax, denke ich, Parax, genau. Sowie Gurkenhans und blondes Gift, die darunter leiden werden. Bomber, kann man dir helfen? Meine Betten müssten eigentlich vorhanden sein, aber Betten, die können wir wieder für Prisoners sagen. Oh, noch mehr Traders. Aber wir haben hier jemanden, und zwar von Rally Over, der Bruder. Mhm. Und das ist immer so, nee, Rally Over ist der Bruder von dieser Person. So rum. Das ist immer so eine Sache, die mich verwirrt. Hatte ich nämlich in einem anderen Spielstand auch schon, wo Ex-Wife und dann Cutter dabei, war so? Ja, Ex-Wife und Cutter dabei standen, da war ich leicht verwirrt erst. Ich glaube, gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ich meine, ich weiß, dass es Gay als Trait gibt, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch eine Sache ist, die hier passieren kann. Zumindest habe ich sie bisher noch nicht gesehen in den 120, glaube ich, Stunden, die ich gespielt habe. Auf jeden Fall. Wir werden hingehen und werden meine dicke Tonne an Korn verkaufen. Und dadurch ist mir scheißegal, ist welches Korn, werde ich natürlich das teuerste davon verkaufen. Für 1000. Sweet. Haben wir irgendwelche Tiere, die wir verkaufen wollen? Nee. Hätten wir jetzt hier gerade irgendwelche Viecher geschlüpft gehabt, wir könnten überlegen, ob wir den Elefanten verkaufen. Verkaufen wir den Elefanten? Wäre zwar einerseits doof. Das wäre doof. Würde ich eher ungerne machen, denn ich würde ganz gerne mal wissen, wie der Elefant abgehen würde, wenn man ihn auf Kampf oder das Kämpfen trainiert. Ich denke, das wäre sogar durchaus lustig. Ansonsten können wir überlegen, ob wir hier irgendwas verkaufen. Meinem Endeffekt wäre es nicht so tragisch, so ein paar Sachen davon herzugeben, genau. Dass man sagt, ganz bewusst einfach mal so 400 oder sowas. Und auch hier einfach mal so. Und tut mir leid, dass ich das so rummache, aber das ist einfacher für mich. Also zweimal 400 sagt, dann kann man nämlich ruhig so ein bisschen von dem kaufen. Wir müssen eigentlich anfangen, Plastik zu kaufen. Klaus will ich eigentlich... Weißt du was, Klaus verkaufen wir, denke ich, auch ein paar. Nicht so viel. Nehmen wir 200 diesmal. Und... Brauchen wir Fleisch? Na, wir brauchen kein Fleisch. Wir sind noch im Sommer, das heißt also, hier sollten hoffentlich noch genug Viecher sein und wir können uns dann auch mal ein bisschen auf die Jagd wieder begeben. Mit dem hoffentlich Platz, den wir jetzt gewonnen haben. Weißt du was, wir haben 7000. Wir verkaufen noch mehr. Warum das Ganze aufheben, genau? Mal sagen, wir verkaufen hier 2000, nochmal 200, 1600. Okay, ich denke, damit sind wir dann auf der guten Seite. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel 300 für alles. Ja. Gut, damit haben wir einen netten Trade gemacht, haben damit einiges an Zeug gewonnen. Schön ist, die Tiere gehen hin und transportieren auch so ein bisschen. Wenn auch leider nicht allzu viele wir davon haben aktuell. Wir haben hier da oben eine Survival Rifle. Müssen wir eigentlich fast mal gucken. Du bist Brawler, du willst das definitiv nicht. Du hast
Du kannst du überhaupt nicht. Du kannst und hast. Du kannst gar nicht, aber hast trotzdem. Du willst überhaupt nicht mitmachen und du hast die Waffe. Ey. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich es doch leicht verlockend finde, einfach mal einen diese Waffe zu lassen. Vielleicht hilft es ja so ihr. Jetzt muss ich natürlich auch mit euch nochmal reden. Wer kann reden von euch? Du kannst reden. Punkt. Also, das ist einfach nur wichtig, dass die Leute halt A, Social nicht als nicht erlaubten Stat haben und dass sie halt nicht hässlich sind. Weil hässlich hat Auswirkungen. Und beziehungsweise vermutlich auch andere Sachen, wenn man halt zum Beispiel den Kiefer weggeschossen bekommen hat, dann ist vielleicht auch nicht gut mit reden. So, wir haben so ein paar Sachen, die wir loswerden wollen. Und da ist ein bisschen die Faustregel für einige, unter anderem mich, einfach alles unter 50% zu verkaufen. Logischerweise gibt es hier und da ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Schusswaffen, wo man weiß, hey, guck mal, eine Survival Rifle, die könnte man definitiv gebrauchen. Die könnte man dann natürlich aufheben. Aber zum Beispiel hier Pistolen gefallen mir so überhaupt nicht, brauche ich sie überhaupt nicht. Hier zum Beispiel Incendiary Launcher, den hebe ich mal ganz bewusst auf. Auch, na, wir haben zwei davon, brauchen wir nicht einen aufheben. Heavy SMG. Range 20. Weißt du was, ich heb das mal auf. Einfach mal aufheben. Ist zwar gut vom Preis, aber im Endeffekt ist mir das Wurst. Die Dinger will ich auch ganz bewusst aufheben. Ganz wichtig ist vor allem auch, das ist rein, glaube ich, für Charaktere, also Menschen in der Hinsicht. Es gibt nämlich auch eine für Tiere. Und das sollte man, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht einsetzen. Das ist leicht ungesund. Ah, shit, da muss ich gleich nochmal gucken. Haben die Komponenten Sachen? Weil dann müssen wir die definitiv abgeben. Ja, Fennec Fox, das will ich nicht. Gold könnte man abgeben. Ich glaube, 20 muss man dafür für den Analyzer haben. Das heißt, wir können ruhig hingehen und einfach mal so 40 verkaufen. Ja, schön, dann haben wir nämlich hier so ein bisschen. Und dann gehen wir nämlich hin und kaufen deren Medizin auch noch gleich mit. So, und wer war... Ihr war dort. Dann geh du mal ganz kurz nochmal dahin. Ich will nämlich einfach nur gucken, ob die irgendwelche Komponenten hatten, das ich ja vorher gesehen hatte. Komponenten, hey ho. Und zwar sogar relativ viel. Für relativ teuer sogar. Meh. Nicht angenehm. Ansonsten hier, dadurch, dass wir das Zeug leider einfach herumliegen ließen, ist es nicht mehr in der besten Verfassung. Und wisst ihr was, ich mache hier aber nochmal ein bisschen das Zeug weg, das ist eh... Ja, machen wir einfach mal weg. Dann gucken wir mal, Korn haben wir jetzt 3000, das geht in Ordnung, das brauche ich also auch nicht jetzt so weiter verkaufen. Verkaufe ich Dumbo. Nö. Ich denke, das geht so in Ordnung. Gut. Dann haben wir das nochmal was gemacht, das heißt, wir kommen damit jetzt auf 11 plus... Was auch immer. Das ist also schon mal ein... Doch so viel. Ich denke, hier können wir das erstmal so lassen. Ich denke, das geht so in Ordnung. Die Dinger sind übrigens auch alle aus. Das ist gut. Gehen wir hin und bauen mehr Turrets hin. I don't know. Ich denke, das ist wichtig, dass wir einfach mal ganz kurz gucken, was wir hier bauen könnten. Wir haben... Krematorium. Wir haben High Research, aber noch nicht den Analyzer, genau. Electric Smelter. Haben wir das Ding gebaut? No, we did not. Das wäre nämlich gar nicht mal falsch, dass wir hier dann die Möglichkeit haben, diese Slag Chunks und so weiter auch zu verarbeiten. Und auch gleichzeitig so Waffen, die wir nicht brauchen. Dann müssen wir die nämlich nicht notwendig irgendwie verkaufen. Oder notwendigerweise verkaufen. Machen wir das? Ich meine, für 270, wie viel Steel haben wir? Nee. Steel. 1000. Ja. Ich denke, das können wir machen. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir das Ding aktivieren. Aber lass mich mal ganz kurz einmal gucken, ob wir das nicht irgendwo schon gebaut haben. Das ist immer so. Nee, wir haben nur das da und wir können auch logischerweise nicht da mehr hinbauen. Wir haben hier oben nur das Ding. Jo. Dann bauen wir das Ding einfach hier hin. Aber lass mir also ganz kurz noch was anderes gucken. Multi-Analyzer braucht 20. Oh, und die anderen hätten wir theoretisch auch. Ja, ich denke, das Ding werden wir dann auch gleich hinterher bauen. Machen wir das hier. Ansonsten eine Sache. Lass mich noch ganz kurz gucken, bevor wir irgendwas falsch machen. No. Da kann man das nicht in anderen Varianten bauen. Gut, dann setzen wir das Ding einfach hier so hin.
Gut. Gut, gut, gut. Brauchen wir noch einen Stuhl? Mal einen aus Wood. Would you be so kindly? Dankeschön. Das Zeug wird da weiterhin noch hingebracht. Okidoki. Ansonsten, von Rally Ober war eine Person hier. Und zwar Sister, genau, Viola Rich. Oder, nee, Violet Rich. Das ist sie. Gucken wir mal, wer das ist. Gut Melee, gut Shooting, Social. Da gibt es übrigens mittlerweile auch eine Mod, oder es gibt eine Mod, sagen wir es so rum, wo es möglich ist, Gäste in wirklich einen Gästeraum zu bringen. Und es gibt die Möglichkeit, dass man die sogar rekrutieren kann. Und das wird definitiv eine Sache sein, die ich mir irgendwann in der Zukunft mal angucken werde. Einfach um zu wissen, wie overpowered das eventuell sogar sein könnte. Wenn man wirklich sagt, hey, man hat so einen Smooth Talker. Vielleicht könnte man damit Leute ernsthaft überzeugen. Ich denke, ich würde es einerseits machen, weil es halt eine gute Möglichkeit ist, Leute hinzuzufügen, ohne sie halt gefangen nehmen zu müssen. Und es ist gleichzeitig eine weitere Sache für halt gerade Leute, die einen guten Social-Wert haben. Denn wenn man ganz ehrlich ist, bisher macht der Social-Wert nicht allzu viel. Müssen wir aber mal ganz kurz gemeinsam gucken. Negotiation, Convincing, Manipulating, Leading and Cheering up Others. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wann die letzten drei passieren. Auch letzten vier eigentlich fast. Negotiation, okay, kann ich verstehen, wenn jemand gefangen genommen worden ist, den überzeugen, dass er sich anschließt. Convincing, klingt fast wie das gleiche. Nur so ein bisschen in der anderen Idee, aber im gleichen Bereich. Manipulating, you know, in welcher Hinsicht? Ist nicht so, wo man sagen kann, hey, spring mal die Klippe runter und dadurch, dass es hoch als Wert hat, macht es. Leading? Dann stehst du da, da fehlt so die Idee, was ist Leading in der Hinsicht? Und da finde ich es ganz cool, wenn man sagen könnte, hey, da geht jemand berserk, jemand geht in den Days über oder wie auch immer, dass man vielleicht sagen könnte, hey, der mit dem Social-Wert, der hat halt die Leader-Funktion und kann damit vielleicht diese Person wieder beruhigen. Das wäre zum Beispiel meines Erachtens eine ganz coole Idee. Denn bisher ist es wirklich so, hey, wenn jemand gefangen genommen worden ist, wenn jemand im Bett liegt und krank ist, dann kann er die besuchen, aber mehr ist da ja nicht bisher. Und dementsprechend ist es so eine Mod, die ich persönlich ganz interessant finde. Ansonsten, was ich... Ich hätte eigentlich mal gucken müssen, ob wir das Ding hier nicht verkaufen könnten. Ansonsten sollten wir hier auch anfangen, irgendwann mal das abzuarbeiten. Und so wie das hier ebenfalls. Und dann da wieder Wände hinzudrücken. Ich weiß nicht, wie clever das ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber... ich denke, es ist besser, wenn man das abbaut und weiß, dass es hier schon eine Schwachstelle ist, dass man so ein bisschen da aushilft. Cargo Ports, was haben wir denn so Feines? Ah, super. Artillery Shells. Artillery Shells es interessiert mich persönlich eher weniger. Einfach weil man kann zwar diese Mortarstellungen aufbauen oder klauen von anderen, aber das große Problem ist, dass die nur bei der KI super genau sind. Wenn man die selber versucht zu schießen, muss man eh super nah dran sein. Also wenn man wirklich sagt, man ist hier so neben Dreh, hat man vielleicht das Glück, gerade bis hierhin schießen zu können. Wenn man aber sagt, hey, ich bin hier, das funktioniert, glaube ich, so überhaupt nicht. Also ich habe jetzt das logischerweise jetzt hier nicht als Beispiel, um es zu zeigen. Aber ich meine, dass die Reichweite extremst traurig war. Und das ist dann halt leicht unrealistisch. Jetzt cool gefunden, wenn man sagt, hey, man kann hier hinschießen und dann ist es nachvollziehbar, dass nicht so genau ist. Aber wenn ich sage, ich muss es erst hier hinbringen, um dann, genau, dann von selbst dieser Distanz dann nicht treffen zu können, das ist auch nicht fein. Gut, Psychic Drone ist weg und wir haben hier angefangen zu arbeiten. Dann gucke ich auch gleich, dass das natürlich hier so schön weitergemacht wird. Und dann würde ich sagen, bauen wir zumindest mal hier so ein bisschen. Muss ja erstmal nicht viel sein, wir müssen ja nicht wirklich hier bis nach oben durchziehen oder ähnlichen Blödsinn. Oder dass wir wenigstens hier so diesen Block so ein bisschen sicherer machen. Und na, je nachdem wie wir... weit wir da reinarbeiten müssen. So hat sich irgendjemand schon um den Elefanten gekümmert. Ja, Obedience ist zumindest schon mal gegeben. Das ist ein Anfang. So, ich habe gesehen, dass ich jetzt hier das Zeug schon abgearbeitet habe. Das wäre natürlich ganz schick, wenn man das vielleicht dann noch da reinschmeißen würde. Und da will ich aber mal ganz kurz gucken, wie das hier eingestellt worden ist. Machen wir mal weiter im Hintergrund. Ja, hey, wird da theoretisch auch reingeschleudert. Wäre natürlich jetzt nur ganz cool, wenn... ah, haben die Animals eigentlich irgendeine Begrenzung? Ich meine, die... ja, nur die Dings haben es. Also wir haben wieder ein paar Chickies.
Könnt ihr auch gleich mal zerlegen. Und der Rest sollte so in Ordnung gehen. Schön, das wurde jetzt alles darüber geworfen. Das sieht immer besser aus. Ich meine, hier könnte man klar noch das Ganze so ein bisschen besser ausbauen. Aber das passt erstmal soweit. Dann logischerweise irgendwann, wenn wir tatsächlich mal dieses Doktorzimmer da hinlegen, das wird dann einen extra Raum haben, wo dann das Ganze, die ganze Medizin drin liegt. Beziehungsweise ich denke, es würde sogar tun, wenn man sagt, man definiert so einen kleinen Raum, wo, oder kleinen Bereich, wo das dann einfach da liegt. Man muss nicht extra immer den Kiel noch einen extra Raum hinbauen, sondern man macht einfach hier eine Ebene hin und dann hat das sich ebenfalls. Aber ich bin einfach jemand, der ganz gerne sagt, hey, hier hast du einen Schrank, zack, ganzes Zeug da reinlegen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben unnötig ist. Okay, ist das Ding noch an? Nope, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hier haben wir noch Zeug, das gerne reingebracht werden darf. Ihr arbeitet das hier weiterhin gut ab. Ja, das hilft natürlich ungemein, wie man zum Beispiel sieht. Das sind 450 nochmal oben drauf. Jo. Ja, es missfällt mir, wie viel da wiederum ist. Einerseits gut, andererseits weniger so. Ansonsten ist auch eine Sache, die in Alpha 15, glaube ich, angepasst worden ist oder man als Hilfe bekommt, dass man scheinbar irgendwie mit einem Drill arbeiten kann, um Sachen zu finden. Das klingt zumindest schon mal durchaus interessant, aber wie es ernsthaft abläuft, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall als Idee, dass man halt nicht irgendwann das Problem läuft, dass man nichts mehr auf diese Map hat und dann aufgeschmissen ist oder beziehungsweise auf Trade-Schiffe warten muss, die einem dann das eventuell rüberbringen könnten. Das sieht irgendwie so komisch aus. Soll irgendwie Schmutz darstellen, aber sieht halt meines Erachtens nicht so ansatzweise danach aus. Kitty Cats? Ist Kitty Cat irgendwie... Wie gesagt, man kann die halt nicht irgendwie trainieren, was ich schade finde. Ich kann verstehen, dass die halt so überhaupt... Vielleicht nicht angreifen, nichts tragen können, aber dass die so überhaupt nicht trainiert werden können, ist falsch. Es gibt definitiv Katzen, die man... Die man Tricks beibringen kann. Ja, ich hoffe, das beißt sich nicht nur, weil ich gerade genau jetzt in diesem Zeitpunkt daran arbeite. Ja, hier muss definitiv, also ich würde sagen, dass wir das vielleicht so machen. Und dann gehe ich aber mal ganz kurz hin, während der hier eh arbeitet. Und markiere mir das schon mal, dass wir wirklich vielleicht sagen, so irgendwie, dass wir da so die Wand hinsetzen. Um es so ein bisschen sicherer zu machen. Ja, und dann müsste man tatsächlich überlegen, ob man nicht dann ganz bewusst diesen Bereich, den man hier noch frei hat, ob man den dann nicht ebenfalls nutzt, um irgendwelche Verteidigungsmöglichkeiten aufzubauen. A test subject named Afeba Phoebe Duffo calls you from nearby. She is being chased by pirates from the Killers of Unrest. She begs for safety and offers to join your colony. Ja, sie ist 56 und we want... you know what? Yes, please. Oh, fuck, no. Das ist ein Problem. Das ist ein ganz großes Problem. Ich denke, es ist klar, warum. Einfach, weil die nicht von der Position kommt, die ich erwartet habe. Hopp. Aber wie gesagt, das war auch irgendwann zu erwarten, wenn man das zu lange rauszögert, dass das irgendwann schief laufen wird. So, Phoeb, du... Was bist denn du? Oh, du kannst kämpfen. Sweet, dann gehst du bitte hin, holst dir das Teil und dann wirst du dich dem Kampf relativ schnell anschließen dürfen. Alle anderen bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob es clever ist, irgendwelche Türen zu setzen, aber weil wir selber hier in diesem Bereich sind, wenn die Dinger aktiv wären, okay, ja, mal so, zum Glück würden die nicht da hinkommen. Aber trotzdem, also hier ist einfach leider noch das Problem, dass es nicht ideal ist, da müssen wir dann wirklich ein bisschen clever uns versuchen anzustellen. Yep. Das ist vielleicht ein Ticken. Oh boy, der hat eine Charge Rifle und eine Sniper Rifle und Messer und Granaten. Da hat irgendwer hingeeuert. Ich meine, man hätte überlegen können, ob man clever ist. Hätte man vermutlich sogar überlegen müssen, aber ich weiß nicht, wie die sich dann verhalten würden. Wenn man sagt, man stellt sich einfach ganz bewusst hier so hin, nutzt einfach, sagen wir mal, hier diese Stelle als Verteidigung.
um dann sagen, hey, wir nutzen die Turrets aus, oder zumindest eine von denen, dass sie da so ein bisschen aushilft oder ähnliches. Aber ich glaube, die würden dann einfach hier nach unten laufen und so Sachen kaputt machen. Und das würde uns natürlich da auch nicht helfen. So, wir müssen uns jetzt clever anstellen. Und damit meine ich, dass wir zurück uns ziehen müssen. Denn das ist zu gefährlich jetzt. Du kannst dich meines Erachtens hinter diesen Baum verstecken. Fieb, du Dweeb, kommst mal her. Und kämpfst ebenfalls mit. Diese Stelle gefällt mir so überhaupt nicht. Ist zwar gut, wenn, sagen wir, zwei Leute sich dahinter verstecken oder vielleicht drei. Aber ich denke, es sollte relativ klar sein, dass hier halt... So, ihr beiden. Ja, ihr geht auf den da los. Ja, gut. Ich muss jetzt einfach leider so ein bisschen gucken. Okay, sehr schön. Ignite Oak Tree. Why? Okay, ihr müsst jetzt... Okay, du gehst hier hin. Du gehst einfach mal nur weg. Du gehst da rein. Dass man nicht wusste, was mit dir passiert ist. Passieren wird, auch wenn es halt theoretisch 400 Geldeinheiten sind, die man dann so wegschmeißen würde. Aber genau, whatever. Wo bringe ich dich hin? Das Problem ist, der geht auf Gurkenhans los, genau. Das heißt, du solltest weglaufen. Du machst das. Du willst auch Bomber an. Ne, du greifst, also du greifst den an, der greift den an. Ihr beiden geht auf. Okay, das machen wir, denke ich, anders. Du machst so. Und du piekst bitte auf den so ein. Du läufst weg und. Ei, ja. Die sind ja auch noch da. Hi. Zieh du dich jetzt mal zurück. Du. Ah, leider nicht in der besten Position gerade. Könntest du dich bitte wegbewegen? Dankeschön. Du bist gleich dort. Du musst weglaufen. Ja, das ist jetzt leider so eine Sache. Oh, schön, jetzt eine schon umgekippt. Wo man jetzt einfach mal erstmal so ein bisschen lernen muss. Wie man es am besten macht. Ja, du läufst einfach weiter. Sehr schön, der ist ausgeschaltet. Du gehst hier hin. Du läufst einfach mal hier so rüber. Nicht nur da stehen, bitte angreifen. Okay, du brauchst einfach nur ein bisschen. Okay, ihr müsst jetzt aber euch ein bisschen cleverer anstellen. Das ist nämlich jetzt hier so eine Sache. Du gehst... geh mal hier so rüber. Die Idee ist nämlich, dass falls die näher rankommen, dass... die Nahkämpfer, die wieder abfangen können. Du gehst so, genau, sehr schön. Gehst dann dementsprechend hier hoch. Oh! Wer hat denn den getroffen? Ja, das war natürlich eine riskante Idee. Das bin ich mir dessen auch bewusst, aber weil er halt auf einmal kein Cover mehr hatte. Aber ich hatte natürlich auch gehofft, du müsstest vielleicht gerettet werden. Du bist nämlich auch extremst schon angeschlagen. Du gehst bitte... Nee, du musst eigentlich an dem dranbleiben. Naja, schön. Und die hauen ab. Das ist für uns sogar gut. Ich würde sagen, du läufst mir noch hinterher. Versuchst einfach noch jemanden zu bekommen. Du jedoch ruhst dich aus. Du rettest den. Und gut ist. Also hier hat man im Endeffekt gesehen, wie man es machen kann. Aber gleichzeitig ist natürlich auch nicht alles hundertprozentig ideal verlaufen. Hier brauchen wir auf jeden Fall einfach Turrets. Wenn hier Turrets sind, ist da eigentlich so gut wie nichts mehr, was ernsthaft passieren kann. Einfach weil die so offen stehen. Maximal, wenn sie hier stehen, können sie sich hier hinter verstecken und haben so einen gewissen Schutz. Aber selbst das sollte denen nicht allzu viel weiterhelfen. So, du kriegst das gute Zeug. Ein bisschen schade ist, wenn man hier draufklickt und zwei Leute dabei sind, oder allgemein mehr, dass der nicht einfach überspringt. Du hast auch einen Schuss abbekommen, also kriegst du auch ruhig das Gute. Und gucken wir mal ganz kurz, du hast Cooking, da werden wir auch gleich hingehen, das mal ganz kurz anpassen. Nee, Flicking ist nicht so wichtig. Cooking kannst du ruhig auf 2 haben, Hunting, also erstmal auf 3, Construct auf, eigentlich auf 4 und 3 ist in Ordnung. Kein Mining, kein Cutting, kein Growing ist ein Problem. Research auf 11 und 15, da brauchen wir eigentlich nicht 2, obwohl das einfach auf 3 liegen. Und das mache ich auf die 2, weil sie eh nicht allzu viel zu tun hat. So, wer von euch Dingdongs kann Medizin? Du, aufstehen, los geht's.
Kann jetzt leider nicht hier sein, dass wir das jetzt einfach so ignorieren. Lustig ist wirklich. Ach so, nee, es war Nacht. Deswegen waren die aus. Ich hatte jetzt kurz gedacht, dass die, weil die getroffen worden sind, dass die, dass sie sofort ausgegangen sind, aber das war nicht der Fall. Ich hatte die nur als deaktiviert gesehen. Okay, wir haben eine weitere Person bekommen. Das ist eine wow, Test-Subject für das komplette Leben. Das ist über. Ansonsten, Slothful loves idleness and hates anything productive. She moves slowly and rarely stays focused on a task. Well, that sucks. Aber hier zum Beispiel eine Person, Global Work Speed minus 35, Optimist und nochmal Slowpoke obendrauf. Also die bewegt sich auch noch langsamer. Nicht das beste Test-Subject. Da hätte man das vielleicht schneller realisieren können. So, ich würde sagen, das wird Brego. Und gut ist es. So, jemand bräuchte noch hier unbedingt Hilfe. Könntest du ihm helfen? Oh, macht schon Weißbrot, dankeschön. Auf jeden Fall, das Ding ist jetzt auch aufgebaut. Und das Wichtige ist Research Speed plus 10%. Das sollte richtig gut sein. Wir haben immer noch nicht damit angefangen. Liegt aber so ein bisschen daran, dass wir zu viele andere Sachen haben, um die sich hier kümmern müssen. Und da würde ich dann fast tatsächlich mal sagen, dass wir so ein paar ganz speziell bei Pastora. Oder weißt du was? Ist zwar ein bisschen blöd, aber weil sie schon einen Ticken besser ist, aber sie hat so viele andere Sachen. 11, 9, 12. Also was, ich denke, wir gehen hier eher hin. Sagen einfach, die hat ein paar Fähigkeiten, die sie eher seltener verfolgt. Oh Gott, wir haben so ein paar Leute, die so richtig, die sogar noch schlechter sind als Pastora, zum Beispiel jetzt im Kochen. Die trotzdem halt das machen dürfen. Ich würde mal sagen, auch das werden wir einfach mal so ein bisschen höher regeln. Hunting können wir von mir aus so lassen, Repair lassen wir so, Growing lassen wir so. Okay, haben wir so ein bisschen angepasst, damit die nicht mehr oder weniger fünf Sachen auf einmal machen müsste. Und sich dann halt logischerweise nur für eine Sache entscheiden kann. So haben wir das ein bisschen besser aufgeteilt. Das Ding wurde verbrannt, wunderbar. Sind alle schon verbrannt worden? Ich hoffe es, ansonsten mehr Schiffs. Und insulted, boah, Captain Bomber. Und dementsprechend versteckt er sich jetzt in seinem... Wer hatte ich denn bitte beleidigt? Bei Bregor, natürlich. Wie das denn? Hat er durch den Raum gerufen? Der war hier draußen. Ach so. Sachen passieren nicht, nur weil sie... also, diese Events passieren nicht, weil sie gerade eben passiert sind, sondern weil sie mehr oder weniger in den Gedanken noch waren. Und dann ist es halt irgendwann der Fall. Das fand ich jetzt nicht lustig. Ich habe mich daran erinnert, jetzt will ich mich unter der Bettdecke verstecken. So. Das sieht alles in Ordnung aus, arbeitet sich jetzt so nach und nach ab. Okay, gut, das war jetzt zum Beispiel eine Sache. Das Problem ist leider nur, dass wir leider nicht den umnieten durften, der die Charge Rifle hat. Also ich muss ehrlich zugeben, das überrascht mich so ein bisschen, dass wir immer noch keine Charge Rifles haben. Aber das liegt leider auch so ein bisschen daran, dass wir hier so überhaupt keine Turrets haben. Da müssen wir einfach mal überlegen, ob wir vielleicht es nicht übertreiben, aber dann doch so ein, zwei hinstellen, um einfach so eine gewisse Unterstützung zu haben, beziehungsweise so einen gewissen Schutz, falls da tatsächlich mal welche antanzen. Die Frage ist, hier ist zum Beispiel die beste Position, weil da nimmt sie den kompletten Radius ein. Also würde ich sagen, wir nehmen einfach mal nur so drei. Das ist clever, die da hinzustellen. Nee, stellen wir nochmal einen weiter hinten hin. Dass die dann doch erstmal darüber latschen müssen. Ah, die muss sogar so nah theoretisch sein. Ah, whatever. So, haben wir auf jeden Fall jetzt drei. Das ist nicht zu viel kostentechnisch gesehen, aber es ist etwas, was einfach helfen sollte. Okay, wir wollen das Ganze relativ clever machen. Das ist jetzt ein bisschen viel so vom Hin und Her, aber so können wir relativ schnell an die Schalter rankommen. Anstatt halt, dass jetzt einer, ja, das ist halt nicht viel, aber es ist ein Unterschied, ob man jetzt hier hinlaufen muss oder hier. Und dementsprechend macht das mal bitte so. Dann haben wir hier Sachen, können uns da und da verstecken. Und dann mache ich jetzt auch... Obwohl, man könnte überlegen, ob man hier ganz bewusst die noch rausnimmt, dass man wenigstens... Genau, dass man da durchschießen kann, auch auf der anderen Richtung her. Das ist zum Beispiel nicht ideal, aber im Endeffekt könnte man das dann auch einfach anpassen. Und hier könnte man überlegen, ob man das ganz bewusst aufmacht. Dann machen wir das hier einfach so gleich weg. Setzen hier einfach eine Sandwall hin. Weißt du was? You know what? Das machen wir auch ganz bewusst weg. Und setzen den Spaß einfach einen nach hinten.
Damit die wenigstens alle auf der gleichen Ebene sind. Na, so wichtig ist es nicht. Aber wenn man schon kann, mache ich es auch gleich so. Kann man dir helfen? Und ein Bomber, ja, der ist jetzt hier am Verhungern. Dann bist du aber auch weiterhin selber schuld. Und man sieht hier wirklich, wie viel Zeug da noch rausgezogen werden kann. Missfällt mir. Einerseits cool, dass wir so viel extra Zeug bekommen. Können wir mal hier brauchen. Aber gleichzeitig... Hey, hey, Tizzy heißt unser Elefant. Tizzy, der Elefant, der uns gleich mal was weggefuttert hat. Danke. Das ist die Frage, ob die da nicht reinlaufen. Also müssen wir gucken, dass sie wieder das Zeug da abarbeiten. Obwohl wir eigentlich noch genug haben. Ja. Jo. Da müssen wir jetzt leider aufpassen, denn scheinbar können wir das nicht so machen. So, dann müssen wir leider jetzt neue Zone einrichten. Und zwar die Trampo-Zone. Und das ist eine Zone, die einfach sagt, dass er nicht in diesen Raum rein darf. Da müssen wir eigentlich gleich überlegen, ob wir nicht aber sagen, hey, hier ist in Ordnung. Das Doofe ist natürlich, das Vieh wird vermutlich uns auch die Felder wegfressen. Gleichzeitig würde ich das Ding aber ganz gerne draußen haben, damit es dann doch so gewisse Sachen ansteuern kann. Genau, dass man Sachen transportieren kann. Dementsprechend denke ich, würde ich einfach sagen, wir versuchen uns da so ein bisschen clever anzustellen. Sagen, dass wir was da transportieren haben oder hier, dass es da auch ruhig hingehen kann. Und dann auch von mir aus hier unten hin das tragen kann. Aber alles andere müssen wir dann schon gucken. Da müssen wir jetzt schon so ein bisschen peinlich genau sein. Einfach damit er nicht auf diese Felder rauflatscht. Genau. Weiß nicht, wie wirklich das gut funktioniert. Und ich hatte ab und zu definitiv schon Situationen, wo die dann doch irgendwo hingelaufen sind, wo sie dann nicht zu hundertprozentig hin hätten sollen. Und genau. Ich denke weiter als hier werde ich es auch gar nicht großartig machen, damit der gar nicht in diese Schussbahn reinläuft. Wir werden aber dann auch hingehen, wenn ich denn mal dürfte, und bringen dem... Mein Rescue könnte man dem auch ruhig beibringen. Und irgendwas ist hier gerade an Sound gewesen, was dann sofort nicht angezeigt worden ist und auch nicht hervorgehoben wurde. Hm, war da. Macht ihr nur. Was ich gucken wollte, wir haben 97 Herbal Medicine. Und wir haben eigentlich die... Oh, suspended hatte ich das. Warum hatte ich das suspended? I don't know. Macht mal bitte. Wenn jemand die Zeit hat, dann kann er das machen. Ja, mir fällt es wirklich, wie nah das hier ist. Also, wenn man zum Beispiel hier sieht, das sind zwei weiter noch. Würde da jemand das drauf anlegen... von anzugreifen. Mhm. Oh yay, Blight. Serious Blight has destroyed your crops. Und dementsprechend, joinks, auf einmal ist das Zeug nicht komplett, aber halt doch sehr, sehr stark kaputt gemacht worden. Unfein. Unfein. Aber ich denke, damit können wir noch so ein bisschen leben. Und dann hier sieht man, das geht dann hier lustig weiter. Man könnte überlegen, ob man den Elefanten ganz bewusst noch hier hinlaufen lässt, dass er das Zeug auch holen könnte. Aber, nope. Ist mir zu weit weg. Ist mir dafür zu unangenehm. Ansonsten könnte jemand mal diese Scheiße da halt... Play Chess, nope. Hol mal bitte das Zeug rein. Muss ja nicht draußen liegen. Man will ja keinen Sand in seinen Verbandskasten drin haben. Okay, gut. Die Frage ist, ob Elefant überhaupt... Doch, Elefant ist gerade durch mehrere Türen gelaufen. Der sollte also auch da reinlaufen können. Frage aber auch gleichzeitig wiederum. Vegetable Seeds, Knife Plants, Meals, Lecker und Kibble. Kibble haben wir hier. Das sollte der also essen. Ja, ganz schön, wenn man auch das Zeug mal irgendwie mitnehmen könnte. Und... ja, super. Danke. Hat's Versaubeutel und hat dementsprechend schon mal so ein paar... Oh boy, es ist überhaupt nicht angenehm hier. Aber wir sind fertig, sehr schön. Was bedeutet, wir gehen hin und nutzen Granit.
Und werden das so nach und nach aufbauen. So, jetzt ist aber leider wieder so eine Sache. Man wird das so nach und nach nur bauen dürfen. Weil wenn ich nämlich das hier sage, dann kann es passieren, dass sie das hier bauen und nicht das dahinter. So, dann würde ich sagen, gehen wir hin und machen das so noch halbwegs clever schon mal. Hier zum Beispiel kann ich jetzt nicht bauen. Und so. Okay. Das Lustige ist, dass die dann halt... Wo lagert der das Zeug? Hier wird das Zeug gelagert, ne? Oh Gott. Ach so, hier wird das Zeug gelagert, genau. Dann müssen die nämlich von hier dahin das holen, darüber laufen und dann können sie das da abbauen. Oder anbauen. Okay. Also der Teil wirkt sehr, sehr ruhig dafür, dass wir angegriffen worden sind. Aber damit persönlich kann ich eigentlich ganz gut leben. Wir haben vor allem auch wieder eine Person dazu bekommen. Das ist auch nicht falsch. Was ich aber interessant finde, ist, wie unromantisch diese ganze Kolonie ist. Ja, Weißbrotporten hässlich, ist halt nun mal so. Pastora versteht sich so mit ein paar Leuten ganz gut, aber auch nicht unbedingt so hundertprozentig. Brunnes Gift, ja, okay. Du hast eine Schwester und mit Bomber verstehst du dich ganz gut, so kumpelmäßig. Gurkenhans wäre vielleicht interessant, aber nicht andere Richtung. Gurkenhans findet ihn nicht interessant. Ja, also da ist, wie gesagt, noch nicht allzu viel los. Oh boy, also überhaupt nichts los. Das Gift und Gurkenhans, hey ho. Also, da wäre es ganz schick, wenn da die Leute mal so ein bisschen mehr... sich um ihre Beziehungen kümmern würden. Und das meine ich im positiven Sinne. Ansonsten könnte auch hier irgendwann jemand mal sauber machen. Pomo, das ist immer die gleiche Person. Jupp, wie immer. Was sind eigentlich deine Probleme? In moderate amount of pain? Why? Achso, immer noch wegen dem Zeug, ja. Okay. Achso. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das deaktiviert habe. Damit die genug an Medical Herbs haben. Oh, oh fuck. Oh, fuck. Eclipse, unfein. Immer. Poison Ship ist ein verdammt gigantisches Problem. Oh, boy. Oh, boy. Wie viele Sniper Rifles haben wir? Eine. Wir haben eine Sniper Rifle. Das wird schwer. So, was ist ein Poison Ship? Und zwar ist es im Endeffekt ein Mechanoid Ship. Und die Viecher sind da drin. Wenn sie Schaden von außen mitbekommen, oder Schaden allgemein mitbekommen, dann kommen die raus. Das kann gut sein, dass es dann halt 4, 5 Gegner auf einmal sind. Und man könnte sagen, hey, wenn man gegen die nicht kämpfen möchte, dann kann man die doch ignorieren, oder? Ist leider nicht der Fall. Und zwar die, zumindest visuell sieht es aus, als würden die so Schnee hinterlassen. Und das ist halt so, ich würde nicht unbedingt sagen Gedankenkontrolle, aber halt so auch so eine Psy-Drone. Und die kann dazu führen, dass halt Tiere auf einmal aggressiv werden und logischerweise, dass die eigenen Leute ebenfalls darunter leiden. Und dementsprechend, einer der mit besten Ideen ist es, ein Team oder allgemein Snipers sich zu holen, die aus einer guten Distanz versucht zu zerstören und einfach erhofft, dass die Roboter entweder nicht darauf reagieren oder wenn sie darauf reagieren, dass man sich einfach in Sicherheit bringt und erhofft, dass sie zum Beispiel hier durch die Turrets kaputt gemacht werden können oder halt einfach, wenn die sich ja einfach zerlegt irgendwie. So, wir müssen das jetzt hier leider ein bisschen genau durchplanen. 10, 11, 9, okay, also Bomber ist derjenige, der mit der Sniper Rifle das Ganze machen wird. Alle anderen, und da ist jetzt eigentlich ganz wichtig, dass Gurkenhans ebenfalls seine Waffe wechselt, müssen eigentlich fast aushelfen. Und das Problem ist, dass ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie ich es mache. Ich hatte so von Shutman schon so ein bisschen die Tipps bekommen gehabt, wie man ein bisschen besser gegen gerade die Thysa kämpfen kann. Denn man kann die definitiv so ein bisschen austricksen, aber es funktioniert nicht so hundertprozentig gut. Und zwar... im Endeffekt kann man so machen, sagen wir mal, wir hätten hier eine... oh, da müssen wir auch überlegen, ob wir vielleicht nicht hier eine ganz spezielle so eine Wand hinsetzen, damit wir uns dahinter verstecken könnten. Das sollten wir vielleicht mal ganz kurz überlegen. Und zwar, wir gehen einfach mal ganz kurz mit dem Hinschießen erstmal noch nicht, wir einfach nur wissen, wie die Distanz ist. So, aber zum Beispiel hier sehen wir mit der Sniper Rifle, das ist ein ganzes Stückchen, das ist gar nicht falsch. Auf jeden Fall, die Taktik ist,
dass man wirklich sagt, man nimmt zum Beispiel zwei Leute und stellt die an eine und die andere Ecke von dieser Wand hin. Und lässt die immer so rausgucken, wartet darauf, dass einer der Sizer darauf reagiert. Man sieht immer so ein bisschen, wo die hinschießen, wo die hinziehen. Und im Endeffekt, kurz bevor sie den Schuss absetzen können, zieht man einen der Leute wieder hoch, kommt wieder runter und immer, also man kontrolliert eine Person von den beiden immer und versucht im Endeffekt einfach nur das Feuer auf sich zu ziehen und natürlich die Schüsse so zu setzen, dass sie, wenn sie abgeschossen werden, dass man bereits hinter der Wand ist und so nicht getroffen werden kann. Das ist zumindest so ein bisschen die Idee. Und ich muss eigentlich aufpassen, dass der jetzt hier logischerweise nicht das Feuer öffnet, nur weil ich... Man sieht zum Beispiel, man kann auch nicht hier einfach auf die Ecke schießen. Man muss dafür richtig in der Nähe sein. Also zum Beispiel hier würde es jetzt funktionieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so hundertprozentig sicher, wie wir das machen sollen. Einfach weil wir nur einen Sniper haben. Ich meine, wir könnten das logischerweise mit einer anderen Person versuchen. Dass nur einer schießt und das ist Bomber und der andere einfach sich darum kümmert, nicht drauf zu gehen und die abzulenken. Aber ich weiß nicht so hundertprozentig, wie ich das aufbauen soll. Auf jeden Fall werde ich mal ganz kurz hier die Markierung setzen. Hier bräuchten wir theoretisch die Wand. Die Frage ist, wenn du weiter nach oben gehst, wie sieht es da aus? Dann könnte zum Beispiel nicht wiederum treffen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach hin, machen das einfach ein weiter nach vorne. Dann ist, denke ich, egal von welcher Position wir das versuchen, das in Ordnung. Wie könnte man das am besten machen? Wenn wir sagen, wir ziehen hier die Wand auf, bereiten einen mit auf, der dann dahin läuft, bereiten alle anderen vor, dass sie in der Nähe sind. Einen bereiten wir vor, dass der in der Nähe des Power Switches ist, dass man den anwerfen kann, falls sie auf einmal zu aggressiv werden, denn wir wissen noch nicht, was da drin ist. Das könnte einer von den Sizer sein, es könnten drei von den Sizer sein, es könnte aber halt auch nicht der Fall sein. Und dann könnte es sein, dass sie bei weitem aggressiver sind und wir anders agieren müssen. Dementsprechend, wer ist die arme Sau, die da rausgehen darf? Ich würde sagen, es ist nicht Brego, denn der ist zu langsam. Wir haben den Psychopath, der aber auch lazy ist. Ich denke, wir sollten jemanden nehmen. Eigentlich ist es Wurst. Dadurch, dass er nicht eh schießen muss, wird das egal sein. Okay, die Überlegung ist, ob wir tatsächlich die Wand bauen sollten. Ich meine, das ist immer noch das Beste, weil wir damit das beste Cover haben. Man könnte auch überlegen, ob man einfach hier unten das macht, aber wie gesagt, ich will eigentlich nicht in Sniper-Duelle mich mit denen aussetzen. Einfach weil diese Sizer doch relativ gut sind. Also ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Wir werden dann zum nächsten Mal, falls ihr nicht andere Ideen habt, hier einfach diese Wand hinsetzen. Und den Plan so umsetzen, wie ich mir gedacht habe. Aber gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.